Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mohrenweiß. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, da sind wir unterwegs mit unserer Ortschaft der Woche in Mohrenweiß und Umgebung. Im Westen sind wir also und besuchen natürlich als allererstes den Bürgermeister. Das ist der Josef Schäffler. Hat wahrscheinlich viel zu tun, weil ich habe festgestellt, dass diese Gemeinde durchaus durch viele kleine Ortsteile geprägt ist. Das ist eine Ansage. Jawohl. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ich bin Neubürger, ich melde mich an. Gell? Darf ich Platz nehmen? Ja, jetzt Platz, erst einmal Servus, Herr Schäffler. Und, haben wir was zu tun? Ja. Das, wissen Sie, was ich mag? Das immer sehr gerne, wenn ein Bürgermeister alles so lässt, wie es ist. Ja? Ist es so? So ist es aber, ja. Sie beherrschen eher das Chaos? Ja, ich weiß immer, wo ich was finden tue. Ja. Heute ist Montag, ich habe meine Unterschriftenmappe, war am Freitag nicht da, weil ich unterwegs war. Und so habe ich meine Unterschriftenmappe hier. Alles und das hat sich ein bisschen was angesammelt und deswegen rührt sich was heute, ja. Die Gemeinde Mohrenweiß hat den Herrn Schäffler schon wie lange als Bürgermeister? 14 Jahre. Nein, da sind Sie ja schon als ein alter Hase, wenn ich das freundschaftlich sagen darf. Ja, so kann man sagen, von der Erfahrung auf alle Fälle. Ich habe mit 37 Jahren angefangen, wäre in den nächsten Tagen 51 Jahre alt. Den guten Runden haben wir schon hinter uns. Den haben wir letztes Jahr gefeiert, ja. Hier auch in der Gemeinde? In der Alten Post, ja. Ich hoffe, Sie haben es selber bezahlt, Herr Bürgermeister. Habe ich selber bezahlt. Das war auch in der Podiumsdiskussion, war das auch Thema so ungefähr. Sie wären ja bald 50 und wir hoffen, dass Sie die Feier dann auch selber bezahlen. Ja, da gab es schon durchaus Bürgermeister, die nicht mehr lang dann im Amt waren. Die waren nicht mehr lange im Amt, ja. Wie lange haben Sie es denn eigentlich vor, im Amt zu sein? Sagen Sie, nee, vor der Altersgrenze bin ich dahin? Oder sagen Sie, nee, das macht so viel Spaß, weil ich möchte das mit der Altersgrenze beenden? Also da momentan mache ich mir noch keine großen Gedanken, aber bis zur Altersgrenze werde ich nicht ganz kommen, denke ich. Ja. Weil es sind dann 24 Amtsjahre, ja. Da bin ich dann ungefähr 61 und da werde ich auf alle Fälle aufhören. Weil es hat sicherlich, auch wenn es einen Spaßmacher tut, muss man auch sagen, dass irgendwann einmal auch die Luft raus ist und auch andere Ideen wieder kommen sollen. Und es geht ja nicht um das, dass man seinen Sitz da irgendwie verteidigt, sondern es geht auch um das, dass man die Gemeinde im Ort weiterbringen tut. Da gehören einfach nach gewisser Zeit noch andere Ideen und andere Menschen dazu. Sind Sie eigentlich ein Gebürtiger hier? Ein gebürtiger Mohrenweißer. Jetzt, was ich interessant finde, schon im Vorfeld dessen, diese Gemeinde Mohrenweiß ist ja in viele kleine Teile irgendwie. Ne? Da haben wir also da ein Eckerl und dort nur ein Eckerl und dann ist aber alles unter dem Begriff Mohrenweiß. Aber man fährt immer 3 Kilometer schön ins nächste Örtchen, gehört zum Mohrenweiß. Haben Sie da den Überblick? Wissen Sie, was überall los ist? Ich habe den Überblick, ja. Wie viele sind denn Gemeindeteile überhaupt? 14 Gemeindeteile mit dem Ort Mohrenweiß. Das kommt von der Gebietsreform noch. 1972 sind halt einige Gemeinden dazugekommen zur großen Gemeinde. Wir sind also keine Verwaltungsgemeinschaft nicht geworden wie andere, sondern die Gemeinde Mohrenweiß ist so geblieben. Aber es sind halt andere kleine Gemeinden dazugekommen. Mhm. Wir haben noch 6 Bürgerversammlungen im Jahr. Also ich komme auf sicherlich über 100 Bürgerversammlungen, wenn ich in gewissen Jahren, aber es hat sich so eingebürgert, bei diesen selbstständigen Gemeinden hält man jetzt mal noch eine Bürgerversammlung ab und die Leute freuen sich, wenn der Bürgermeister kommt, einfach einmal mit ihrem Amt zum Diskutieren. Wird dafür diskutiert oder ist ein Bedarf da oder macht er alles richtig, der Bürgermeister? Wie ist die Rückmeldung von den Gemeinden? Es ist immer so, es gibt gewisse Themen, wenn man irgendwas macht, ob es ein Straßenausbau ist, da ist die Diskussion größer. Ansonsten sind oft immer bloß, wenn keine Fragen nicht oder nicht irgendwas alles läuft, kommen oft so ein paar so gequälte Fragen aus der Bevölkerung raus, das habe ich auch schon mal gemerkt. Aber ansonsten läuft es also sehr sachlich ab und man kann wirklich diskutieren. Sind Sie aber eher auch dann also als Bürgermeister der Mann, der sagt, ich möchte die Harmonie auch wieder haben, damit jeder auch zufrieden ist? Oder sagen Sie, es geht nicht ohne Diskutieren und auch mit Auseinandersetzung? Also im Großen und Ganzen möchte ich die Harmonie wieder haben. Ich bin da in dem Sinn sicherlich ein harmoniebedürftiger Mensch, der sagt, okay,
Aber es gibt natürlich die Auseinandersetzung schon auch, die sachliche. Und da ist mir sehr wichtig, dass man auch sachlich bleibt. Dass man also nicht irgendwie persönlich Vorwürfe oder sonstiges, dass man einfach sachlich bleibt. Und dass man sich auch danach wieder auf ein Bier zusammensetzen kann, auch wenn man verschiedene Meinungen hat. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Haben Sie da eigentlich noch Zeit zum Bier zusammensetzen? Ja, Zeit, ja, schon eigentlich gerne. Also ich nutze die Gelegenheit schon, dass man dann sagt, wenn man nach eineinhalb Stunden Diskussionen oder Vortrag fertig ist, dass man dann einfach auch sagt, okay, ein Bier muss noch gehen. Und dann nächstes Jahr sehen wir uns ja wieder zur Bürgerversammlung, wenn jetzt sonst irgendwas vorher ist. Wir sind beim Bürgermeister, liebe Zuschauer. Wir sind diese Woche und übernächste Woche natürlich in der Gemeinde Mohrenweis und Umgebung unterwegs. Gleich ratschen wir ein bisschen weiter, was Spaß macht, was manchmal auch vielleicht dem Bürgermeister hier Nerven kostet. Wobei, er wirkt gar nicht so, dass er irgendwie ein schwaches Nervengerüst hätte. Sehen wir uns gleich wieder, liebe Zuschauer. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mohrenweis. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, wir sind immer noch im schönen, warmen Rathaus. Ist es doch noch ein bisschen frisch draußen, wobei es sich auch lohnt, mal gemütlich mit dem Bürgermeister zusammenzusitzen. Und auch er darf einmal ein bisschen schnaufen. Was macht denn der Bürgermeister von Mohrenweis, wenn er schnaufen kann? Also geht er dann spazieren, geht er raus, trifft er sich eben auf ein Seidel im Dorfwirtshaus oder haut er wirklich ab von der Gemeinde? Denn ich kenne viele Bürgermeister, die natürlich sagen, ich habe nie mehr Ruhe, weil mich kennen sie ja alle. Und wenn ich zum Einkaufen gehe, sagt der Nächste, das mit dem Baugrundmist müssen wir jetzt noch mal kurz besprechen. Ja, das ist tatsächlich so. Also in meiner Freizeit sitze ich mir gerne auf mein Fahrrad und fahre auf den Ammersee oder um den Ammersee rum sozusagen. Im Urlaub bin ich weg, da möchte ich also mit meiner Familie die Ruhe genießen, in Italien am Gardasee. Und das ist schon klar, wenn man zum Semmenhallen geht oder sonst was, zum Brezenhallen, dass man von den Leuten angesprochen wird. Aber das macht mir eigentlich nicht viel. Also es ist ehrlich gesagt, wenn einer sagt, du hör einmal, wie schaut das aus und ich weiß Bescheid, dann kriegt er von mir die Information, weil ich mir immer denke, das habe ich jetzt erledigt, das ist dann ein Telefonat weniger oder eine Arbeit weniger, wenn ich wieder vom Urlaub zurückkomme. Was ist denn eher so den Erschäffler seine Sache? Reden, telefonieren oder Mail? Telefonieren. Ja? Ja, ich bin also eher am Stammtisch reden oder telefonieren, mailen nicht so. Das habe ich mir jetzt angewöhnen müssen. Da komme ich in der Zeit rein, Briefe schreiben oder sowas, aber das Mailen, das war nicht so meins. Das habe ich mir als Kommunikation einfach aneignen müssen. Ja. Hat man sich denn auch, als es dann zum Amt des Bürgermeisters ging, auch was anderes noch aneignen müssen, was der Herr Schäffler vorher nicht von sich kannte und von sich wusste? Also das heißt, man muss ja auf die Leute zugehen. Vielleicht hat er das schon Kind. Man muss sich hinsetzen und auch mal wirklich was zu Ende arbeiten. Also was haben Sie von sich selber neu entdeckt dann als Bürgermeister? Ja gut, ich bin in den Vereinen groß geworden und da hat man schon immer auch gewisse, ja gut, wie ich vorhin schon gesagt habe, Harmonie also gehabt. Man muss also einiges, man muss in die Sache reinarbeiten. Man hat auch dann seinen Gegner, der sagt einfach andere Meinungen, mit dem habe ich also leben müssen, dass man sagt, nicht wie in einem Verein, da läuft alles ganz locker ab, da ist eine einstimmige Meinung und so weiter, das ist einfach so, man muss in der Politik schon ein bisschen dann auch reindenken und das ein oder andere dann, ja, wie soll ich sagen, mitdenken. Oder einfach den politischen Gegner auch ein bisschen im schauen, wie es mit dem läuft. Das habe ich sicherlich neu lernen müssen. Was ich nicht neu lernen müssen, war die Arbeitszeit. Flexible Arbeitszeit war immer schon meins. Schnell mal 2 Stunden was anderes tun oder im Sommer schnell spazieren gehen eine Stunde und dann wieder weitermachen und dann eher länger dafür im Rathaus bleiben. Das war immer schon mein Wunsch. Aber im Großen und Ganzen muss man sich schon ein bisschen umstellen, gerade wenn man Familie hat, dass man auch alle Interessen irgendwie unter einem Hut kriegen wird. Was haben Sie denn vorher eigentlich gemacht, Herr Schäffler? Ich war in der Krankenkasse Sozialversicherungsfachangestellter in der AOK und bin dann die letzten Jahre in den Außendienst gegangen. Mhm. Und der hat mich sehr geprägt, der Außendienst, auch für diesen Beruf. Inwiefern?
Man hat Produkte verkauft, die ja nicht immer so einfach mit der Konkurrenz waren. Also schon das Krankenversicherung mit der Konkurrenz, man hat überzeugen müssen, warum ich dieses Produkt gern anbieten will. Und das hat mir für hier im Rathaus sehr viel gebracht. Was müssen Sie denn gerade anbieten, Ihren Kunden da draußen? Ist gleich ein Zeichen Gemeindemitgliedern, was der Bürgermeister gerne hätte, was der Gemeinde in seinem Sinne gut tun würde. Und die Gemeinde sagt, na, schauen wir mal. Ja gut, wir sind dran, Grundstückskäufe zu tätigen. Auch hier braucht man Überzeugungsarbeit, weil wir brauchen einfach Tauschobjekte. Wenn ich sage, ich muss irgendwas kaufen oder irgendwas weiterentwickeln, brauche ich einfach ein Objekt, das ich tauschen kann, weil der Landwirt kauft nichts, der will ja eine Tauschfläche gerne haben. Und wir denken auch über eine Tagespflege, sogenanntes Sozialzentrum. Da sind wir ganz am Anfang jetzt. Und da ist natürlich viel Überzeugungsarbeit. Braucht man das? Wo kriegt man Grund und so weiter? Das sind so Dinge, die machen mir aber Spaß, irgendwas neu anfangen. Und wenn es dann klaffer ist und wenn es fertig ist, dann packen wir das nächste wieder. Dann ist mir das fast schon wieder ein bisschen zu langweilig, sondern jetzt müssen wir dann wieder was angreifen. Bin gern dabei bis zum Ende, aber dann seile ich mich wieder ab und muss was anderes her. Dann wünsche ich erstmal, dass das, was also ansteht, auch durchgesetzt wird, dass die Langeweile dann fürs Nächste sich auch lang anhält, das heißt lang an einem Sache auch dran bleibt. Und erstmal schön, dass wir hier sein dürfen in Murrenweis. Alles gerne. Gute, Herr Schäffler. Freut mich sehr, ja. Liebe Zuschauer, also, dann sind Sie gespannt, was da so alles los ist. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mohrenweiß. Wechseln Sie jetzt.